Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu den ersten alljährlichen Brainy Awards. Hier küren wir das Beste aus dem Jahr 2022 in den Kategorien Beste Single, Bestes Musikvideo, Bestes Album, die Neuentdeckung des Jahres, der Künstler des Jahres 2022, die besten Konzerte und den großen Brain Damage Moment 2022. Also komplett nach meinem eigenen Geschmack. Das sind sozusagen mehrere Top 5 Listen und da hat niemand Einfluss drauf, außer das, was ich meine, was ich gut fand. Let's go! Wir fangen an mit den besten Singles des Jahres 2022 und beginnen mit den Samurai Pizza Cats und dem Song Outcast. Ich persönlich habe die Samurai Pizza Cats immer so ein bisschen verfolgt, seit sie für das Escalation Festival angekündigt worden sind. Und ich fand auch die Singles, die sie bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht haben, also bis zu dem Zeitpunkt zum Outcast Release, alle extrem gut. Aber Outcast hat mich persönlich einfach nur mega umgehauen. Natürlich gab es auch ein sehr schönes Musikvideo, aber zu Musikvideos kommen wir natürlich später. Dieser Song hat mich persönlich komplett gehypt und wenn er etwas früher erschienen wäre, glaube ich auch, dass er gute Chancen gehabt hätte, höher platziert zu werden. Auf Platz 4 haben wir Kraftklub mit Wittenberg ist nicht Paris. Ich kann mich noch sehr gut an das Release dieser Single erinnern. Ich dachte mir im ersten Moment so, okay, das klingt nach dem sehr klassisch klingenden Ein Song reicht, sehr anders, modern, und für mich war das so ein bisschen die Blaupause, wie ich mir das neue Cargo-Album erhofft habe, was wir zwar nicht ganz so in einem komplett modernen Stil hatten, aber diese Single hat uns dann doch gezeigt, in welche Richtung dieses Album grob gehen wird, und ich glaube, enttäuscht hat sie niemand. Auf Platz 3 befindet sich The Boys mit dem Song Sick. Dieser Song lässt sich mit einem Wort beschreiben: Sick. Sehr einfallsreich. The Boys sind 3 amerikanische und 2 australische YouTuber, die schon 2 Songs in der Vergangenheit veröffentlicht haben, die aber in eine sehr extreme Comedy-Schiene gingen mit Green Gang und No No Square. Hier haben wir einen etwas ernstzunehmenderen Song, der wirklich Strophe für Strophe extrem gut ist. Mir gefällt jeder einzelne Part, der Refrain ist ein absoluter Ohrwurm. Abgesehen von Strophe 4, die ist von Eddie. Das ist der mit den langen Haaren. Die ist extrem schlecht. Jedes Mal, wenn ich die anhöre, muss ich cringen. Auf Platz 2 befindet sich 80.000 Millionen mit Geboren, weil du lebst. Und dieser Song hat Komisches mit mir gemacht. Denn als ich diesen Song das erste Mal gehört habe, habe ich mir so gedacht, okay, ironisch gesehen finde ich diesen Song extrem gut. Bis ich ihn mir immer öfters angehört habe und mir irgendwann aufgefallen ist, das ist Meisterwerk. Dieses komplett bescheuerte, einfach nur eine leere Phrase an die andere rein, um damit einen nicht nur extrem die Toten Hosen ähnlichen Song zu bekommen, sondern schließt eure Augen, hört euch den Song an, stellt euch vor, wie die Toten Hosen den performen, und es passt zu 100%. Inzwischen finde ich diesen Song unironisch extrem gut und es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche, als diesen Song dieses Jahr irgendwann mal live hören zu können. Und auf Platz 1 ist ein eventuell etwas überraschender Song für den einen oder anderen, Menos Moos mit 3 Uhr nachts. Ich war wirklich so kurz davor, Bier von Menos Moos hier auf die 1 zu packen, aber dazu ist er einfach zu spät erschienen und ich bin noch zu sehr in der Hype-Phase dieses Songs. 3 Uhr nachts ist einfach ein Gesamtpaket der bescheuerten Genialität. Ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, 70er, 80er Jahre, neue deutsche Welle, aber das von Rappern auf einem Album wie Panel Gang und dieser Gegensatz. Es ist einfach perfekt und es geht um Liebe in diesem Song. Es geht um körperliche Liebe in diesem Song und es gibt kaum eine schönere Art, diese körperliche Liebe lyrisch darzustellen, wie es Menos Moos mit dem Song 2 Uhr nachts gemacht hat. Wir kommen zu den Musikvideos aus dem Jahr 2022 und hier habe ich auf Platz 5 das Lumpenpack mit Kann es sein, dass du dumm bist. Kann es sein, dass du dumm bist, ist das, was rauskommt, wenn man sich von keine Ahnung was für Sachen viel zu viel reinwirft, einen Song schreibt, in dem es auch noch um Dummheit geht, dann sagt, okay, let's go, wir drehen ein Video. Und ich finde es hervorragend. Ich könnte mir kein besseres Musikvideo zu so einem Song vorstellen. 5 von 5. Auf Platz 4 befindet sich Fuck Rock'n'Roll von Alligator und auch hier ist es etwas Ähnliches, wie ich bei Lumpenpack sehe. Es ist einfach nur der Inhalt des Videos, der nicht wirklich leicht zu beschreiben ist, sondern es passiert halt was. Irgendwie macht Sinn, was da passiert, aber es ist sehr schwer zu erklären, wenn man in einem komplett nüchternen Zustand ist.
Ich glaube, es gibt auch kein Musikvideo, bei dem ich mir schwieriger tun würde zu erklären, was hier passiert, als bei Fuck Rock'n'Roll von Alligator. Das muss sich jeder selber mal antun und schreibt in die Kommentare, was die tiefere Message dieses Musikvideos ist. Auf Platz 3 befindet sich Himmel von ZSK. Das Jahr 2022 ging zugegebenermaßen sehr, nennen wir es holprig, los mit einer Situation zwischen Russland und der Ukraine, worüber es heute aber nicht gehen soll. Viel eher geht es darum, wie man unter anderem versucht hat, Menschen bewusst zu machen, was da drüben gerade passiert. Und das haben ZSK mit Himmel mehr als gut geschafft. Nicht nur, dass sie in dem Song sehr gut lyrisch beschreiben, was da drüben gerade passiert und wie die Menschen sich da wohl fühlen. Sie schaffen es auch mit dem Video sehr direkt zu zeigen, was da drüben passiert. Außerdem schaffen sie noch zusätzlich, vielleicht so ein bisschen den ein oder anderen zu zeigen, hey, man kann aktiv helfen. Einfach nur extrem starkes Video. Auf Platz 2, Muse, You Make Me Feel Like It's Halloween. Dieses Musikvideo ist ein Spielfilm. Nicht von der Länge her, sondern vom Aufwand her. Das ist einfach nur das, was in Deutschland zu 100% fehlt. Das sind vielleicht eine Handvoll Bands, die sich so Mühe geben, solche Musikvideos zu machen. Die Kameraeinstellungen, die Visuals in dem Video, es ist einfach nur großartig. Es macht einfach nur Spaß, dieses Musikvideo anzuschauen. Und man appreciated das Ganze auch zu sehen. Da gibt es noch Bands, die sich wirklich, wirklich Mühe geben bei solchen Musikvideos. Wobei das in Amerika dann doch nochmal deutlich gängiger ist als bei uns in Deutschland. Aber da sind auch ganz andere Budgets mit im Spiel. In Deutschland selber fällt mir auf Anhieb nur eine Band ein, die Musikvideos auf diesem Niveau macht. Platz Nummer 1, Rammstein. Explizit mit dem Musikvideo Angst. Ich habe wirklich selten so ein intensiv starkes Musikvideo wie Angst gesehen, das so im perfekten Zusammenspiel mit dem Song und mit dem Songtitel vor allem sehr schlicht geht. Es würde extrem lang dauern zu beschreiben, was alles geil aussieht, weil einfach alles stark aussieht. Von diesen zombie-ähnlichen Cheerleadern zu Tills Nahaufnahme beim Singen, diese Szene mit dem Bildschirm, als die Mauern gebaut werden, sie anfangen alles wegzuballern, dieses Wurmloch entsteht. Es ist einfach, hier sind noch mehr Bilder, die gerade versuchen zu zeigen, was ich nicht beschreiben kann. Das ist in meinen Augen nicht nur das beste Musikvideo von dem Jahr 2022, das ist vielleicht in meinen Augen eines der großartigsten Musikvideos, die ich in meinem gesamten Leben je gesehen habe. Was uns zu den besten Alben aus dem Jahr 2022 bringt, und wir fangen an mit Platz 5, Dorian Grau und dem Album June Day. Nachdem Dorian Grau letztes Jahr auch in meinen Top 5 gelandet ist mit seinem Album Aprilwetter und dieses Jahr nicht nur das Album June Day rausgebracht hat, sondern auch einen Monat davor die Trilogie mit Mayday eben und dann June Day komplettiert hat, hat es mir doch ganz klar das Album June Day angetan. Songs wie direkt der Opener Grüße aus dem Paradies, aber auch In Liebe fallen die Ressourcen wurden knapp oder auch vor allem Schwarzer Freitag sind absolute Banger und absolute Empfehlungen. Aber vermutlich wird es kaum einen Song geben, der mir so viel gibt wie Nichts erlebt. Ein Song, der darum geht, seine Jugend zu verschwenden, aber eben nicht auf dieser klassischen Die tote Hosen, komm, verschwende deine Zeit, sondern das Ganze wirklich ein bisschen intensiver und tiefer betrachtet. Und das wirklich eine ganz große Empfehlung an jedem, vor allem auch vielleicht ein bisschen an jeden, der in einer sehr introvertierten Welt lebt. Auf Platz 4 ist bei mir Alligator mit dem Album Rotz und Wasser gelandet. Das war ja gleich der Beginn des Jahr 2022. Und obwohl dieses Album wirklich extrem starke Songs wie zum Beispiel Feinstaub, Nachbeben, Hart vermissen, alles auf diesem Album ist großartig, hat es doch für mich nicht weiter hoch geschafft. Und der Grund ist eigentlich ziemlich bescheuert. Denn dieses Album ist nicht auf CD erschienen, sondern eben nur auf Schallplatte und digital. Ich bin allerdings jemand, der extrem viel CD hört, vor allem wenn er unterwegs im Auto ist. Da ich so ein altes Auto habe, ich habe nur einen CD-Player. Weshalb ich dieses Album lange nicht so oft angehört habe, wie andere Alben, die dieses Jahr erschienen sind, und es deswegen sich nicht so intensiv in meinem Kopf eingebrannt hat. Was aber natürlich nichts von der Tatsache nimmt, dass Rotz und Wasser von Alligator ein absolut großartiges Album ist. Auf Platz 3 ist bei mir Cargo von Kraftklub gelandet. Wie ich ja schon bei Wittenberg ist nicht Paris gesagt habe, war ich sehr überrascht, als ich diesen Song gehört habe und fand es sehr clever, wie das Ganze gehandhabt worden ist, da man mit Ein Song reicht einen sehr klassischen Song vorgelegt hat, um auch so die alten Hörer ein bisschen wieder zu mobilisieren, um dann mit Wittenberg ist nicht Paris zu zeigen, hey, wir können auch anders. Denke ich mal, dass es der Plan war. Und so nochmal andere Leute reinholen oder vielleicht auch die Fans, die sagen,
ist cool, aber was anderes wäre mal ganz nett. Dieses Album hat mich einfach so extrem überzeugt. Songs wie 4x4 mit Tokyo Hotel, was ein absolut großartiges Feature war. Natürlich Teil dieser Band, komme ich aber gleich nochmal kurz auf den Song zurück. Und vor allem Angst, was inzwischen mein absoluter Favoriten-Kraftklub-Song ist. Der ist einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, wie gut der ist. Rundet dieses Album einfach perfekt ab. Das Einzige, was dieses Album noch besser gemacht hätte, wenn Teil dieser Band nicht der Opener gewesen wäre. Weil ich verstehe nicht, wie ein perfekter Album-Closer als Opener genutzt werden kann. Dieses Lied wäre perfekt als letztes Lied der Platte. In meinem Kopf wäre ein super erster Song gewesen. Ein Song reicht, wäre ein hervorragender erster Song gewesen. Teil dieser Band wäre der perfekte Albumabschluss gewesen und ich kann es nicht verstehen. Auf Platz 2 befindet sich Menos Moos mit dem Album Panel Gang. Ich persönlich habe Menos Moos für mich nicht 2022 entdeckt, sondern eher schon 2021, da aber wirklich nur so ganz sporadisch die ersten Berührungspunkte richtig intensiv angefangen zu hören, habe ich sie dann 2022 mit dem Album Panel Gang. Oh mein Gott, ist dieses Album genial. Vielleicht ist das ein bisschen komisch, das als fast 30-Jähriger zu sagen, aber Menos Moos schließen die Lücke, die die 257ers vor vielen Jahren bei mir offen gelassen haben und auch Trailer Park, wenn man so will. Und die schließen das nicht nur, die füllen das mit Bier und machen dann unaussprechliche Sachen mit dieser Lücke. Songs wie der Opener Hurensohn, Schnapskippendosenbier, Drachenlord und vor allem natürlich 3 Uhr nachts, diesen Song darf man nicht vergessen, sind absolute Highlights und ich weiß nicht, ob ich mir irgendein Album dieses Jahr so oft angehört habe wie Panel Gang von Menos Moos, wobei ich ein Album öfter angehört habe und zwar Platz 1 Electric Callboy mit dem Album Techno. Warum dieses Album mir im Jahr 2022 so viel gegeben hat, ist ganz einfach zu beschreiben. Seit ich angefangen habe, mich intensiver mit Metal-Musik zu beschäftigen, höre ich Electric Callboy. Ich habe sie das erste Mal, ich glaube 2012 oder 2013, als Vorband von Callejon gesehen, habe sie dann immer verfolgt, jedes Album gehört, ich war auf jeder Tour, ich habe sie tot gefeiert, bis es dann leider mit The Scene und Rehab für mich leider in eine Richtung ging, wo mir einfach nicht mehr ganz so viel gegeben hat. Umso mehr war ich dann aber weggeflasht, als zu seiner Zeit Hyper Hyper und vor allem Hate Love erschienen ist, mit Nico als Frontmann. Und dieses Album hat mich zu 1000% überzeugt. Songs wie We Got The Move, Techno Train oder auch Pump It sind einfach Songs, die sich anhören wie Electric Callboy zu Anfangzeiten, nur eben sehr modernisiert. Aber inhaltlich ist es ein Yo, wir nehmen uns einfach überhaupt nicht ernst und haben Spaß dabei. Und dieses Gefühl habe ich bei den zuvorigen Alben The Scene und Rehab leider komplett verloren. Aber in meinen Augen ein mehr als verdienter Platz 1. Was uns zu der Neuentdeckung des Jahres 2022 bringt, und das war für mich nicht nur so ein bisschen schwer, das war für mich vielleicht eine der schwersten Entscheidungen, die ich in diesem ganzen Video hier treffen musste, weshalb ich mich auch nicht auf eine Band festlegen konnte, sondern mich für 3 Neuentdeckungen des Jahres 2022 entschieden habe. Angefangen mit der Band Jackpot. Diese Band dürfte ich kennenlernen, weil ich diesen Kanal hier mache. Die haben sich bei mir gemeldet und haben mir ihr Album Bomben über Disneyland zugeschickt, was mich einfach zu 100% überzeugt und weggeflasht hat. Die Jungs sind absolute Durchstarter dieses Jahr. Was die dieses Jahr unterwegs sind, ist absolut insane. Leider hat es bei mir nicht funktioniert. Ich rede immer von diesem Jahr. Wir haben 2023 inzwischen. Immer wenn ich dieses Jahr sage, meine ich 2022. Ich hätte dieses Video letzte Woche veröffentlichen sollen. Ich hatte das Glück, dass ich in Berlin bei Die Ärzte jedenfalls einen Teil der Band persönlich treffen durfte. Das sind mir einfach noch viel sympathischer jetzt. Meine zweite Neuentdeckung des Jahres sind die Samurai Pizza Cats, die mich wirklich mit jeder Single immer noch mehr überzeugt haben, aber spätestens mit Outkast dann wirklich zu 100% weggeflasht haben. Und auch diese Band ist bei mir zu 100% dieses Jahr, im Jahr 2023, auf meiner Must-See-Live-Liste, wie auch Jackpot, aber auch hier Samurai Pizza Cats, ganz große Empfehlung. Und zum Ende des Jahres hat sich noch eine letzte Band hier reingesneakt, denn im Dezember fand der Xmas Bash der Emil Bulls in München statt und die Vorband Venues hat mich so dermaßen überzeugt, dass ich mir direkt gedacht habe, ja, das ist für mich ganz klar eine der Neuentdeckungen, was es natürlich noch schwerer gemacht hat, sich auf eine zu entscheiden, was ich im Endeffekt dann auch eben nicht gemacht habe. Aber auch hier, Venues sind für mich ganz klar auf meiner Must-See-Live-Liste 2023.
Also Must-See nochmal live in dem Fall. Was uns zum Künstler slash Künstlerin slash Act slash Band des Jahres 2022 bringt. Und hier musste ich mich zwischen zwei Stück entscheiden, was für mich sehr schwer war, weil auch hier beide Situationen relativ ähnlich waren. Denn wie ich ja schon bei Electric Cowboy erwähnt habe, höre ich diese Band schon sehr lange, habe mich dann musikalisch nicht mehr so ganz überzeugt, habe mich ein bisschen von denen weggedreht und bin dann später wieder zu ihnen dazugekommen. Diese Band ist aber in dieser Preisverleihung so gut vertreten und Überraschung, Überraschung, vielleicht wird das Ganze auch nochmal erwähnt, dass ich mich bei der Band des Jahres hier ganz klar für Kraftklub entschieden habe. Kraftklub habe ich damals für mich entdeckt, als ich den Echo angeschaut habe, diese unwichtige Preisverleihung im Vergleich zu dieser hier, und den Auftritt zusammen mit Casper gesehen habe, wie sie einen Song für Liam performt haben. Auch wenn es hier eigentlich Casper war, der mich mit dieser Zeile komplett geflasht hat, war es dann doch Kraftklub, wo ich am nächsten Tag direkt in den Laden gerannt bin, mir das Album mit K gehört habe und verliebt war. Für mich ist mit K einfach so ein Album, das ich jedes Mal raushole, wenn es wieder anfängt wärmer draußen zu werden. Es wird langsam Sommer, da kriege ich diese Feelings, die mit K mit sich geben. Wir waren zur damaligen Zeit auf sehr vielen Konzerten unterwegs. Kraftklub hat mich musikalisch sehr viel begleitet und schon mit Schwarz hat das Ganze nicht extrem, aber minimal bei mir abgeflacht. Und Keine Nacht für Niemand hat mich selber dann damals leider überhaupt nicht mehr überzeugt. Auch wenn ich das Album inzwischen sehr gut finde, war es damals einfach musikalisch nicht das, was ich gesucht habe. Weshalb ich noch glücklicher war, dass Cargo mich auf so vielen verschiedenen Ebenen überzeugt und abgeholt hat. Und es so erfrischend ist zu sehen, wie sich diese Band weiterentwickelt hat. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sie sich in den nächsten Jahren zu den nächsten Ärzte, Hosen und andere Bands in der Größe hinaufarbeiten werden. Mein Act des Jahres 2022 ist ganz klar Kraftklub. Was wir im Jahr 2022 dann auch wieder machen durften, war auf Konzerte zu gehen. Und zwar im Stehen, mit Tanzen, mit Pogen und ohne Masken. Und das war einfach so ein intensiv schönes Gefühl, nach dieser langen Durststrecke wieder auf Konzerte gehen zu dürfen, dass ich so viele Konzerte wie mir möglich war mitgenommen habe und natürlich auch hier auf 5 der besten Konzerte gekommen bin. Auf Platz Nummer 5 ist für mich ganz klar Großstadtgeflüster in der Columbia Halle in Berlin. Großstadtgeflüster ist für mich sowieso eine Band, die mich über die Jahre immer mehr überzeugt hat. Wir hatten das Glück, dass wir im Jahr 2016 mit unserer alten Band Opener auf dem Altheimer Open Air spielen durften und direkt nach uns haben dann Großstadtgeflüster gespielt. Die Band in ihrer Heimatstadt in Berlin zu sehen, das erste Mal mit dem Album Trips und Ticks. Ein Album, das mich sowieso komplett überzeugt hat. Und das Ganze noch einen Tag, nachdem wir bei Trailer Park waren. Und ich bin ganz ehrlich, das Großstadtgeflüster-Konzert in Berlin war für mich deutlich besser als das Trailer Park-Konzert in Berlin. Es war das Abschlusskonzert und es war leider eins der schwächsten Trailer Park-Konzerte, auf denen ich war. Großstadtgeflüster hingegen war großartig. Wenn ihr die Chance habt, Großstadtgeflüster in Berlin anzuschauen, tut es. Die Stimmung ist absolut insane. Auf Platz 4 sind KIZ mit ihrer Rap über Hass-Tour, genau genommen in Stuttgart. Und das Publikum in Stuttgart ist immer sehr hit and miss. Die meiste Zeit, wenn ich in Stuttgart auf einem Konzert bin, ist das Publikum ein bisschen weird. So, es fühlt sich sehr unbeholfen an. Sie wissen nicht, wann man pogen soll, wann man jubeln soll. Das hört sich jetzt total bescheuert an, aber das habe ich schon so oft in Stuttgart erlebt. Dieses Konzert war eine Ausnahme dieser Regel, denn es war absolut großartig mit einer absolut intensiv abgehenden Menge. Selbst in der Mitte des zweiten Grabens war da ein Moshpit in einer Größe, wie man das in diesem Bereich selten sieht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn man in einem Jahr ein Konzert von KIZ sieht, wo die Stimmung einfach passt, dann ist es sehr schwer, dieses Konzert nicht in seinen Top 5 aufzunehmen. Platz 3 sind Electric Callboy in Lindau. Electric Callboy, ich glaube, ich habe jetzt schon genug geredet, was mir diese Band bedeutet. Das Geile in Lindau war für mich einfach nochmal die Möglichkeit, Electric Callboy in einem Club zu sehen. Vor allem der Club Vaudeville in Lindau ist einer meiner Lieblingsclubs in Deutschland. Ich weiß nicht, warum der so einen Softspot in meinem Herzen hat. Ich habe Electric Callboy da schon vor vielen, vielen Jahren live gesehen, aber auch Callejon durfte ich hier schon live sehen. Und dieses Konzert fand nur nach einem sehr kurzen Zeitraum nach dem München-Konzert im Zenit statt,
weshalb ich einfach noch einen viel besseren Vergleich der Location-Größen hatte. Und da wir ja dieses Jahr eine extrem große Tour vor uns haben und ich auch nicht glaube, dass Electric Callboy sich wieder irgendwann in näherer Zukunft in kleinere Clubs begeben wird, wenn es nicht zu irgendeinem besonderen Anlass ist, war ich einfach extrem froh, nochmal Electric Callboy in einem Club wie dem Club Vaudeville in Lindau live sehen zu können, mit einer Stimmung, die einfach nur komplett insane war. Außerdem würde ich auch alles geben, um irgendwie auf das Konzert in Straßburg zu kommen, das, glaube ich, demnächst irgendwann stattfinden sollte. Also wenn noch irgendjemand ein Ticket über hat. Auf Platz 2 sind bei mir die Emil Bulls mit ihrem Xmas Bash in München Ende vom Jahr 2022. Das gleiche, wo ich auch dann Venues für mich als Neuentdeckung sehen durfte. Dieses Konzert war absolut crazy. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Emil Bulls sowieso eine meiner absoluten Lieblingsbands sind, wenn nicht die Lieblingsband schlechthin. Vor allem live bin ich der Meinung, dass es kaum eine Band gibt, die an diese Band rankommt. Und dann auch noch die Band in ihrer Heimatstadt in München zu sehen, ist stimmungstechnisch natürlich nochmal ein ganz anderes Niveau. Während nach jedem bis spätestens jedem zweiten Lied permanent vom Publikum Emil Bulls gerufen wird, hat die Band auch einfach extrem durchgezogen und fast 2,5 Stunden gespielt. Und zwar nicht 2,5 Stunden, in denen sie mal jedes zweite Lied ein ruhiges Lied spielen, sondern 2,5 Stunden reinballern. 2,5 Stunden Moshpit. 2,5 Stunden 70% seiner Körperflüssigkeit verlieren. Und ich kann nur jedem einzelnen Menschen empfehlen, schaut euch Emil Bulls live an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt und natürlich auch ein bisschen auf härtere Musik steht. Auf Platz Nummer 1 habe ich eventuell ein bisschen gemogelt, denn hier befinden sich 2 Konzerte. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich wollte eigentlich nur pro Act ein Konzert mit reinnehmen. Allerdings, egal für welches ich mich entschieden hätte, es wäre auf Platz 1 gelandet, weshalb ich jetzt einfach mal beide nenne. Und das wäre zum einen die Ärzte im SO36 in Berlin. Das, was mir extrem viel bedeutet hat an diesem Konzert, war natürlich in erster Linie, dass der wunderbare Yannick mich einfach mitgenommen hat. Er hat 2 Tickets beim Vorverkauf damals bekommen, ich habe keins bekommen und er hat direkt gesagt, hey, ich habe 2, komm mit. Das bedeutet mir mehr, als ihr euch vorstellen könntet, weil für mich war es schon immer ein Traum, die Ärzte im SO36 zu sehen. Seit ich 2012 auf der Das Ende ist noch nicht vorbei Tour war und wir an dem SO36 vorbeigelaufen sind, habe ich gesagt, irgendwann möchte ich die Ärzte hier drin sehen. Das ist letztes Jahr passiert und ich bin einfach nur unfassbar dankbar dafür, diese Band, die mir so viel bedeutet, in diesem prestigereichen Club zu sehen. Bucketlist. Auf Platz 1.1 sozusagen sind auch die Ärzte mit dem Konzert in der Zitadelle Spandau. Und das Schöne an diesem Tag war, wir sind eigentlich angereist, um am nächsten Tag in der Wuhlheide zu sein. Allerdings haben wir gemerkt, hey, wir sind relativ früh in Berlin. Wie wär's, wenn wir noch versuchen, an Tickets für die Zitadelle Spandau zu kommen? Ich persönlich war zu dem Zeitpunkt schon fast 24 Stunden wach, als wir in Berlin angekommen sind. Aber es hat sich einfach alles gelohnt. Die Menschen, die wir da kennenlernen durften, die Vorband Großstadtgeflüster, Empfehlung, auch wenn das Publikum da nicht so ganz wusste, was mit der Band anzufangen war, sie haben sie nicht appreciated. Schämt euch! Und natürlich die kleine, aber feine Tatsache, dass ich völlig übermüdet auf den Schultern von meinem Punkerfreund gesessen bin, inbrünstig Anneliese Schmidt mitgesungen habe und dann von Bela angesprochen worden bin, der mich kannte. Das war absolut verrückt. Alter, ich erkenne dich. Ich kenne dich aus dem Internet. Du bist Brain Dead. Brain Damage. Egal. We love you. Du warst in Esso, oder? Und dann auch noch von Fahren Urlaub ein Solo spendiert bekommen habe. Also er hat kein Solo für mich gespielt, sondern ich musste allein Anneliese Schmidt so laut schreien, wie es geht. Logischerweise hat das kein Mensch gehört, außer mein Panko-Kollege, auf dessen Schulter ich saß. Und ein kleiner Fun-Fact, als man mich dann wieder runtergelassen hat, ist Domi, mit dem ich da war, zu mir gekommen und hat gesagt, ey, wie kannst du so cool mit dieser Situation umgehen? Naja, und ich habe ihm einfach gezeigt, wie meine Hand 1 Zentimeter gefühlt rechts und links geschlagen hat, weil ich so sehr gezittert habe und wahrscheinlich einen Puls von 700 hatte. Ich bin gar nicht cool damit umgegangen. Ich war durch danach.
Und wir kommen zum Ehrenpreis, zum Brain Damage Moment 2022. Ich glaube, nächstes Jahr werde ich wirklich so Awards bestellen. Und jeder, der hier in irgendeiner Form das Video sieht, ich meine, könnte ja sein, dass irgendwie mal die eine oder andere Band oder Künstler hier drüber stolpert, schreibt mich an, ihr bekommt den Award. Ich schicke den euch zu. Das ist ganz offiziell. Ich hatte im Jahr 2022 wirklich absolut großartige Momente, die mir einfach alles bedeutet haben. Ich würde mal sagen, das war für mich das ereignisreichste Jahr meines Lebens. Genau genommen sind so viele Sachen passiert, dass ich jetzt wahrscheinlich alleine 20 Minuten dafür brauchen würde, wenn ich alle aufzählen wollen würde, weshalb wir uns auf ein paar Situationen beschränken, über die ich kurz reden möchte. Ich war dieses Jahr ein trendender Kanal. Das war ziemlich cool. Außerdem habe ich 12.000 Abonnenten erreicht, was in meinen Augen absolut heftig ist. Für viele ist es in YouTube-Dimension wenig, für mich ist es absolut insane. Und ich möchte gerne versuchen, dieses Jahr die 20.000 zu knacken, was ein extrem großes Ziel ist. Aber wenn ihr wollt, ich freue mich über jeden, der da mitmacht. Und dann schaffen wir zusammen die 20.000. Dass die Ärztekonzert in Berlin zusammen mit meiner Freundin, dem Jamie, dem Moritz und dem Andy aus dem Discord war einfach nur ein absolut geiler Tag von morgens bis in die Nacht hinein. Wirklich, vielen Dank für diesen Tag, das war einfach nur großartig. Natürlich, wenn wir schon mal bei die Ärzte sind, hatten wir auch so die ein oder andere Situation auf Ärztekonzerten mit Bela B., wie schon erwähnt, in der Zitadelle in Spandau. Das gleiche hatten wir dann auch noch in Konstanz und in Bad Hofgastein, wo es jedes Mal eine Situation gab, in der Bela mich direkt von der Bühne aus angesprochen hat. Und sowas zu erleben, das ist einfach crazy. Das ist einfach, was passiert hier? Und was natürlich extrem insane ist, ist, dass die Ärzte mich wirklich direkt erwähnt haben in dem Diese eine Liebe Podcast. Und hier, hört doch mal es war, rein. Weiß ich nicht, es gab dann Sachen, wir haben verpasst. Das ist ein sehr großer Fan von uns, der so einen YouTube-Kanal hat und wo aber die Ärzte extrem häufig vorkommen. Den holen wir uns da raus aus dem Publikum. Das habe ich aber blöderweise komplett vergessen, als wir im Esso gespielt haben. Wir wollten ihn eigentlich einladen. Ja, wir wollten ihn eigentlich auf die Bühne holen und ja, so. Ja. Keine Ahnung, irgendwas machen, dass wir das halt als. Und das haben wir vergessen. Zum Glück war er aber Herr Wohlheide auch. Und zwar stand er dann irgendwie so bei der Wall of Death plötzlich. In Spandau war das. Stand er in der Mitte. So. Und dann habe ich gesagt: Alter, Alter, da ist er. Das war ganz schön crazy. Ich muss sagen, dieser Moment hätte der krasseste Moment dieses Jahr werden können, wenn es wirklich passiert wäre. Die Tatsache, dass sie es vergessen haben, ist natürlich extrem menschlich, aber im Nachhinein tut das auch ganz schön weh. Natürlich nicht, das ist einfach wie ein Ritterschlag, da überhaupt erwähnt zu werden. Das ist absolut krass. Außerdem eine Sache, die noch zum Jahresende passiert ist. Ich stand im Metal Hammer. Kennt ihr dieses Magazin? Metal Hammer? So das etablierte Metal-Magazin? Ich stand da drin. Fast auf der gleichen Seite wie der dunkle Parabelritter. Wenn man aber genau betrachtet und den Blickwinkel vom dunklen Parabelritter beobachtet, dann schaut er genau auf mich. Will ich einfach nur mal erwähnen. Für mich war aber der wirklich heftigste Moment dieses Jahr und vielleicht hat sich das der ein oder andere schon gedacht, das Interview mit Electric Callboy. Wie ich ja schon bereits erwähnt habe, höre ich diese Band schon extrem lang. Ich war sozusagen gerade erst frisch erwachsen, als ich angefangen habe, diese Band zu hören. Und natürlich schaut man dann auch immer noch so ein bisschen auf. Vor allem, wenn man selber Musik macht. Und nachdem ich diese Band jahrelang immer wieder selber live gesehen habe, die Möglichkeit zu haben, mit dieser Band persönlich über Musik zu sprechen, über ihre Musik, diesen ganzen Vorgang und alles, dass ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Das ist schon etwas, das ich mir wirklich wünsche, seit ich jugendlich bin. Solche Sachen, Bands interviewen, das ist einfach ein cooler Gedanke gewesen. Und dass das Ganze mit Electric Callboy, auch noch eine Band, mit der ich so viel verbinde, so gut funktioniert hat. Ich glaube, mir ist wirklich in meinem Leben noch nie eine krassere Situation passiert. Deswegen ist das ganz klar der Brain Damage Moment 2022. Vielen Dank dafür, Electric Callboy. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das waren die Brainy Awards 2022. Schaltet auch nächstes Jahr wieder ein zu den Brainy Awards 2023. Aber bitte schaltet nicht erst wieder nächstes Jahr ein, sondern hier kommen wöchentlich Videos. Also wenn ihr jetzt hier drüber stolpert, abonniert gern. Und schreibt natürlich ganz gern mal in die Kommentare all eure Top-Singles, Musikvideos, Alben, Künstler, Live-Konzerte, Neuentdeckungen und Momente des Jahres 2022. Ich lese mir natürlich sehr gerne alles durch. Wir sehen uns am Montag zu den Musik-News. Mein Name ist Chris. Das waren die Brainy Awards 2022. Schalten Sie wieder ein.